Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeigen wir euch, wie wir Trennschnägel mit unseren Gel Extension Tipps machen können. Die alle Produkte brauchst du für diese Maniküre. Wir haben Gel Extension Tipps in Stilettoform genommen und dann mit dem Diamond Shine in Gold versiegelt. Viele von euch fragen, wie kann ich am schnellsten French machen? Und wir testen natürlich für euch alle Techniken und Methoden und dann berichten wir euch, wie das passiert ist. Hier ist ein langes Nagelbett, deswegen haben wir Stiletto-Tipps genommen und dann haben wir hier schon den Daumen fertig und dann geht es einfach weiter. Es hat mir gefallen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen diese Technik dann an allen Tipps. Erstmal müssen wir die Tipps aussuchen und anmattieren von oben und von unten, damit die bessere Haftung kommt. Wir haben die dann einfach mit unserem Polierbit mattiert oder man kann das natürlich auch mit der Feile. Dann haben wir gesagt, okay, das Nagelbett ist ziemlich lang, aha, mein French kommt bis dahin. Also ich kann einfach den ganzen Tipp anmattieren und dann sehen wir weiter, wo wir die Frenchspitze machen und wie die Verlängerung ist. Also wir haben PG 37 genommen und dann haben wir in zwei dünnen Schichten von oben einfach lackiert. Wir haben hier unser Fix and Go Air, also an der Luft trocknend Air Fix and Go. Also das ist dann zwei Komponenten Kleber. Die Tipps haben wir in zwei dünnen Schichten, ziemlich langes Nagelbett gelassen. Erstmal die erste Schicht ausgehärtet, dann die zweite aufgetragen und auch ausgehärtet. Dann kommt natürlich Ultra 3 und Ultra Bond drauf auf den Nagel. Also erstmal Ultra Bond, nee, erstmal Ultra 3, Entschuldigung. Ultra 3 ist ja ein Feuchte. Also wir desinfizieren die Nägel und ziehen die Feuchtigkeit aus dem Nagel. Dann kommt Ultrabond. Dann haben wir die ausgehärteten Tipps abgewischt. Also das ist ja Shellack und das hat eine dünne Klebeschicht und die haben wir erstmal entfernt und Ultrabond auf den Nagel, also auf den Tipp, auf die Innenfläche auch aufgetragen. Ganz dünn aufgetragen für die bessere Haftung, weil wir wollen wissen, ob das gut hält. So, jetzt haben wir unser Fix and Go Air, also an der Luft trocknend genommen. Das ist Pulver und Flüssigkeit, das ist zwei Komponenten. Wir haben pinselfeucht gemacht, dann in das Pulver und dann diese gelartige Masse gemacht und dann auf die Innenfläche vom Tipp aufgetragen und dann halten wir das einfach an den Nagel. Wir können hier natürlich nur unser Air Fix and Go Kleber nehmen, weil die Tipps sind schon vorbereitet, die sind schon lackiert und wenn wir UV-Glue nehmen, dann und die Lampe, das ist hier ohne Lampe, wir halten das einfach an der Luft 30 Sekunden und dann ist das schon fest, weil die Tipps sind schon lackiert und dann, wenn wir lichthärtende Kunststoffe nehmen, also wie UV-Glue, dann müssen wir die Lampe auch halten und die Lampe, das Licht kommt nicht durch diese beige Lackierung. Deswegen müssen wir hier unser Pulverflüssigkeitssystem nehmen, um die Tipps anzubringen. Also für hier brauchst du etwa 2 Minuten, um alle Tipps zu kleben. Also Vorbereitung und dann aufkleben, das geht wirklich sehr schnell. Und du brauchst hier keine dritte Hand, du brauchst hier keine Lampe. Jetzt werden die Tipps anmattiert, die sind schon fest. Wir mattieren die ganz, damit wir jetzt die Frenchspitze auftragen können. Also entstauben am liebsten wirklich mit einem Cleaner, damit da gar keine Staubkörnchen sind. Jetzt sind die aufgeklebt. Du siehst schon, du hast ein tolles Nagelbett. Also das ist schon pink and white. Mit diesem Twinside Gel Pinsel flach, also flat, machen wir dann die weiße Spitze. Das ist wirklich einfach. Mit so einem flachen Pinsel kannst du dann einfach so eine Smileline kreieren. Viele fragen, wie kann man mit so einem breiten Pinsel so eine runde Smileline machen? Und du siehst hier, das geht wirklich. Wir setzen den Pinsel und dann schieben wir etwas nach oben. Wenn du siehst, wir schieben das und dann wird das rund. Also ganz dünne Schichten, weil das Weiß ist sehr pigmentiert, sehr hoch pigmentiert und deswegen müssen das ganz dünne Schichten gemacht sein. Also wirklich erstmal eine Schicht, wir schieben das und dann wird das auf einmal rund. Du siehst das ja an den Seiten etwas vorsichtig. Du kannst hier dein Nagelbett so, also
Also diese künstliche Verlängerung von deinem Nagelbett. Hier ist schon ein langes Nagelbett, aber wir haben das noch mehr verlängert, indem wir dieses Camouflage-Gel genommen haben in einer Form von zwei dünnen Schichten von Shellac. Wir könnten Shellac natürlich auf den ganzen Nagel machen. Du kannst das wirklich mit UV-Glue aufkleben und dann anmattieren. Zwei dünne Schichten von PG 37 oder 36 ist auch ein super Naturton. Du musst ja sehen, was es dir am besten gefällt. Dann anmattieren, also Shellac anmattieren und dann zwei dünne Schichten von unserem Extreme White und dann das Ganze aushärten. Und jetzt kommt unser Diamond Shine in Gold drauf. Das ist ein, also Diamond Shine Gold, das ist ein Glanzversiegler ohne Schwitzschicht, also No Vibe. Dann kannst du ganz dünn auftragen und dann hast du solche goldene Partikelchen da drin. Dann kannst du die Ränder reinigen mit einer Naturnagelfeile, weil die sind dünn und manchmal läuft da ein bisschen was daneben beim Versiegeln oder sonst was. Und unbedingt hier mit Nagelöl behandeln, weil wir reiben uns an der Haut enorm. Und dann kannst du einfach einreiben und dann ist deine Modellage fertig. Also ich habe hier wahrscheinlich 30 Minuten gebraucht für eine Hand. Du kannst auch die Tipps vorbereiten, die sind ja durchsichtig und du kannst verschiedene Designs machen. Die waren einfach zu lang, wir können die kürzen, indem wir die abgeknipst haben und dann gefeilt haben. Und hier ein Tipp, wenn du das danach gemacht hast, dann bitte nochmal versiegeln. Sonst ist das Weiße sehr dünn und Glanzgel ist auch sehr dünn. Deswegen empfehlen wir dir, nochmal zu versiegeln. Alle Produkte sind verlinkt. Wir wünschen euch viel Spaß beim eventuellen Nacharbeiten und freuen uns auf eure Kommentare.